Da habe ich doch endlich meine Magierrüstung. Da habe ich doch endlich meine Magierrobe, aber dafür musste ich mein Einhandschwert aufgeben und jetzt laufe ich mit einer gammeligen Spitzhacke rum. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat. So, mein lieber Jiran, jetzt kannst du mir den Rest erzählen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen hatte. Was wolltest du mir noch erzählen? Ich will dir bei deinen Forschungen helfen. Genau. Ray hat sein Einverständnis dafür gegeben. Dafür hättest du dir keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Ich habe mit Varak das Teleportsystem weiter studiert. Ach was. Du erinnerst dich doch noch daran? Natürlich. Damit hat der ganze Spaß ja immerhin begonnen. Genau. Bisher hatte ich das Problem, dass ich den Zielort nicht bestimmen konnte. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es einen Gegenstand gibt, mit dem man das Teleportieren kontrollieren kann. Mhm. Und der soll hier irgendwo herumliegen? Im Tempel haben wir ihn jedenfalls nicht gefunden. Wenn er noch irgendwo zu finden ist, dann an einem Ort, an dem ich noch nicht gesucht habe. Hier. Und ich soll dir jetzt beim Suchen helfen. Genau. Und apropos Suchen, wenn du schon einmal dabei bist, ich brauche eine spezielle Pflanze für Aldors Medizin. Was für eine Pflanze ist das? Ein Nachtschatten. Grüne Blätter, violette Blüte. Sie wächst in der Nähe von Trollen. Von richtigen Trollen? Genau. Und zufälligerweise habe ich laute Geräusche von weiter hinten gehört. Es würde mich nicht wundern, wenn dort irgendwo ein Troll haust. Ach was. Wie soll ich denn einen Troll besiegen? Die Viecher sind langsam. Wenn du dich nicht stark genug fühlst, dann kannst du auch einfach an ihm vorbeirennen. Ich werde schon mal meine Augen offen halten nach dem Artefakt. Jawohl, tu das mal. Ich werde mich derweil um den Troll kümmern. Wie soll ich nur einen Troll besiegen? Mal gucken, vielleicht überlebt Scott ja dieses Mal den Troll, weil das letzte Mal hat er es nicht überlebt. Hast du schon von der Mine gehört? Was soll mit der Mine sein? Sie ist eingestürzt. Nur ein paar wenige Schürfer konnten sich noch retten. Wie schrecklich. Wieso ist sie eingestürzt? Durch ein weiteres Erdbeben. Dann wird es umso mehr Zeit, dem Geheimnis der Erdbeben auf den Grund zu gehen. Das sehe ich auch so, Jesper. In der Mine habe ich eine schwarze Gestalt gesehen. Eine schwarze Gestalt? In einer alten Gruft, die durch das Erdbeben freigeschüttet wurde. Ich habe die Gestalt nur einen Moment lang sehen können. Danach war sie verschwunden. Entweder hast du dir das Ganze nur eingebildet, oder diese Gestalt hat sich wegteleportiert. Nein! So weit bin ich auch schon. Das ist allerdings noch nicht alles. Ray. Als ich Ray davon berichtet habe, schien er ein wenig die Fassung verloren zu haben. Die Mine darf ab jetzt nicht mehr betreten werden. Das ist merkwürdig. So kenne ich unseren Raymond gar nicht. Das sollten wir im Auge behalten. Wir. Also mehr oder weniger ich. Und wenn nochmal irgendwas ist, soll ich ihm Bescheid sagen. Okay, Jiran. So, ich heb mir mal nach wie vor immer noch die Lernpunkte auf. Ich schau mal schnell nach. Ich habe sowieso nur noch 5. Ich heb mir aber mal die Lernpunkte auf, weil... Ich weiß nicht, wann dieser Umschwung kommt, dass ich wieder Mana lernen kann und ich will so bald wie möglich Zauberstufe 3 haben und dann hoffe ich, dass Scott Meisterhaltung kriegt. Weil momentan ist Scott so ein bisschen wie so für die moralische Unterstützung. Weiß nicht, wie so ein Maskottchen ist er dabei. Weil ohne die Meisterhaltung sieht ein Nahkämpfer irgendwie nach einer totalen Lusche aus. Das geht mir in Gothic 2 auch immer so. Wenn ich auf Zweihand trainiere, dann ziehe ich keine Zweihandwaffen an, bis ich nicht 60% habe. Da muss ich am Anfang immer... Wen haben wir denn da? Ganz schön viel Lernpunkte verschwenden, bis sich das dann irgendwann mal lohnt. Habe ich eigentlich hier die Schalter schon gedrückt? Bevor ich mit dem da rede. Sonst teleportiert er sich auch nur gleich weg. Für den Helden gar nicht so leicht, Freunde zu finden, wenn sich alle jedes Mal, wenn sie ihn sehen, einfach wegteleportieren. Okay, der spricht mich schon mal nicht von selber an. Guck an. Ah ja, Jiran und sein Artefakt. Guck an. Ja, dagegen könnte ich aber eventuell... Oh je, okay, dafür brauche ich Unterstützung. Und zwar die... Moment mal, wenn ich null Schaden mit dem Gift mache. Okay, der hat sich wahrscheinlich nur zurückteleportiert, dass man den nicht zu weit weglocken kann. Dass man ihn irgendwie nicht bis zu Jiran oder so locken kann. Dass der einem da hilft. Okay, dass der jetzt aber gar keinen Schaden kriegt von der... Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da brauche ich eine Einheit, weil mit der Zweihandwaffe treffe ich den nicht.
Hallo Scott. Du wirst mit deiner Fernkampfwaffe keinen Schaden machen. Ich könnte dir jetzt sagen, greife nur im Nahkampf an, aber das würde er sowieso gleich machen. Okay, dann komm mal her. Ich sehe schon, ja. Moment mal. Komm, du schlägst ihm in den Rücken, Scott. Das kann dauern. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die armen Bauern auf dem Hof von Seekop. Wenn der Held den Steinwächter spawnen lässt. Jetzt hat er aber Cooldown, ja, da muss ich selber drauf prügeln. Wenn der Held den Steinwächter spawnen lässt. Und der Steinwächter klopft einfach die ganzen Bürger zu Tode. Ja, ich meine, einen anderen Zauber neben dem Giftball zu lernen, macht möglicherweise Sinn. Aber... Ich meine, ich habe eh nur noch 5 Lernpunkte. Und bei meinem Glück, wenn ich jetzt noch ein, zwei Level mache und die ganzen Lernpunkte ausgebe für Zauber, dann ist exakt 2 Sekunden später ist Kapitelwechsel und dann heißt es, deine Zauberkraft kann weiter gesteigert werden. Dann habe ich keine Lernpunkte mehr, hätte Scott auf Meister bringen können. Ja, ja, ich könnte Scott holen, dass er wenigstens kommt, dass er den Kill noch kriegt. Dann kriegt er wenigstens mal ein bisschen Erfahrung, wenn er die vom Troll schon nicht mitgekriegt hat. Komm, hau zu! Komm, hol dir den Kill! Jawohl, Scott! Dieser Stein hier sieht magisch genug aus für Jiran. Ja, das könnte sein, ja. Jetzt habe ich gar nicht mit dem Typen geredet. Zum Staub zerfallen. Anscheinend hat der hier nach demselben gesucht wie ich. Ich speichere mal vorsichtshalber woanders ab. Nicht, dass ich mit dem hätte reden müssen, bevor der sich wegteleportiert. Okay, so, vielen Dank für deine Hilfe, liebe Einhandwaffe. Jetzt will ich meine Robe wieder haben. Schließlich habe ich 600 Goldbrocken dafür ausgegeben. Was haben wir denn da? Hallo, junger Troll. Bringt hier Gift irgendwas? Naja. Naja. Aua! Ich wollte gerade... Ich dachte, er hat sich umgedreht und hat den... Und wollte eigentlich Scott schlagen und nicht mich. Ach, guck an. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann kann ich nochmal schnell mit dem reden. Weil nicht, dass ich mit dem hätte reden müssen. Was machst du da? Irgendwo muss es doch sein. Vielleicht sollte ich gleich mal den Steinkreis untersuchen. Wieso muss ich eigentlich danach suchen? Kirai tut dies, Kirai tut das. Ich könnte schwören, dass ich dich schon einmal im Sumpf gesehen habe. Wer bist du denn? Verschwinde! Wer bist du denn? Hey! Verschwinde! Verschwinde, wie ich einfach unsterblich war während der Konversation. Okay, jetzt habe ich mit ihm geredet. Viel ist dabei jetzt nicht rumgekommen, aber sicher ist sicher. Wobei, das klingt jetzt nicht so wichtig, was er mir gerade gesagt hat. Ach, Moment, jetzt habe ich nur die Zweihandwaffe. Scott, tank den mal schnell. Dankeschön. Ja, weil mit einer Zweihandwaffe wird es nichts. Mit einer Zweihandwaffe ist es ein bisschen schwierig auszuweichen. Irgendwie. Vor allem, da hätte ich auch ruhig mal nach dem abspeichern können, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Troll umhaut. Das ist halt, ne? Das ist, wenn man nachlässig wird. Das ist so wie in Dark Souls, wenn man denkt, ach, der Boss ist eh fast tot. Und dann versucht man noch einen Schlag zusätzlich reinzuholen und naja. Scott stirbt. Scott stirbt. Scott ist tot. Ja, irgendeine höhere Macht. Ich bin aber auch so schlecht. Irgendeine höhere Macht will wohl einfach nicht, dass der am Leben bleibt. Okay.
Soll ich nochmal mit dem reden? Ja, ich rede vorsichtshalber nochmal mit ihm. Dafür muss ich mehr trainieren. Ich rede vorsichtshalber nochmal mit ihm. Was machst du da? Ich habe das Gefühl, ich habe dich hier schon mal gesehen. So. Jetzt aber. Ja, ich schieb's einfach mal darauf, dass ich seit 2 Sekunden gefühlt wach bin. Das ist so richtig, einfach durchzuziehen, dann ist so richtig so ein Kampf auf Leben und Tod. Der prügelt so lange, bis der Spieler tot ist und der Spieler so lange, bis er tot ist. Komm schon, Scott. Diesmal überlebt das. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Dieser Stein hier sieht magisch genug aus für Jiran. Ja, möglicherweise. Dann halt nicht. Scott, mein Lieber, wer nicht will, der hat schon. Okay. So, jetzt aber dieses Mal vor dem Troll mal abspeichern. Wie? Ach so, ich hab Cooldown. Na gut. So. Dann lasse ich mal das Gift ein bisschen ticken. Und dann gucken wir mal, was ist mit, wie heißt der? Kirai to dies, Kirai to das. Muss nur irgendwie ich an Death Note denken? Bei Death Note hieß er ja Kira und hier ist der Kirai. Irgendwie muss ich an Death Note denken. Wahrscheinlich zückt er gleich ein Buch und schreibt meinen Namen da rein. Es tut mir leid, Scott, aber es sieht schlecht für dich aus. Ja, er sieht irgendwie so aus, als wollte er mich ansprechen. Und als will er mir sagen, du darfst hier mit dem Artefakt nicht raus. Naja, dann verprügel ich ihn halt. Ich könnte hoch zu Jiran laufen, mal gucken, ob der mir hilft. Aber wenn er sich schon da oben so demonstrativ hinstellt, dann würde er mich wahrscheinlich hier nicht rauslassen wollen. Okay, gehen wir schon mal Richtung Ausgang. Ich muss auch mal wieder die Robe anziehen, weil ohne die Robe ist die Mana-Regeneration ja voll langsam. Hier. Halt! So, komm mit. Na, gucken wir mal, was er von mir... Heißt der jetzt eigentlich schon Kirai oder heißt der noch Fremde? Aha! Ach, Moment, ich hab den Nachtschatten noch gar nicht. Der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo gespawnt, weil da oben war ich ja schon. Aber habe ich bei dem Troll in der Höhle was gefunden? Lag da auch ein Nachtschatten? Ja, Mondschatten! Ah ja. Ja, Nachtschatten. Das muss ein Nachtschatten sein. Der ist wahrscheinlich nachgespawnt. Also die Pflanze, wenn ich die übersehen hätte das letzte Mal. Sind meine Schatzsucher-Skills doch mehr eingerüstet, als ich dachte. Gucken wir mal, was Kirai von mir will. Vorsichtshalber mal abspeichern. Vorsichtshalber mal ordentlich abspeichern. Und dann schauen wir mal. So, was kann ich für dich tun? Du hast etwas, das mir gehört. Du meinst so einen blauen, magischen Stein? Komm, jetzt trink ihn noch. Das ist eh die Animation. Nee. So einen habe ich nicht gesehen. Weißt du überhaupt, mit wem du es hier zu tun hast? Ich bin Kirai, der mächtigste Magier weit und breit. Ach was. Und wenn du mir dein magisches Artefakt nicht sofort aushändigst, dann war es das für dich. Was bist du denn für ein Spinner? Wirst du mich jetzt wohl vorbeilassen? Erst, wenn du mir das Artefakt überlässt. Dann nimm das. Was wohl Jiran dazu sagt, wenn ich ihm das... Wisst ihr was? Normalerweise niemand würde ihm das Ding geben. Ich gebe ihm das Ding. Mal schauen, was passiert. Na schön. Nimm das Ding, damit du Ruhe gibst. Gute Entscheidung. Ist jetzt Game Over?
jetzt? Stirbst du. Ja. Ja, irgendwie hatte ich mir das gedacht. Irgendwie, ich weiß... Aua! Irgendwie hatte ich mir das gedacht, ja. Irgendwie hatte ich mir das gedacht. Okay, ich brauche erstmal ein bisschen Abstand, bitte. Mal schauen, ob er diesen Teleporter nochmal macht, weil der scheint mir Aua zu machen. Mal gucken, ob er den nochmal macht. Ich wollte ihm halt eiskaltes Ding geben, aber... Darf ich hier raus? Moment mal, müsste mir jetzt nicht Jiran helfen? Jiran, guck mal! Jiran, schau mal, der hat unser Artefakt. Ach komm, der ist Meister. Ich muss nur mal gucken, dass Jiran den Kampf erkennt. Moment, der hat mich gerade geheilt. Moment, der heilt mich. Er hilft zwar nicht mit, aber der heilt mich. Cool. Okay. Cool. Ob das so gedacht ist? Okay, das Problem ist, da der nicht von mir ablässt, komme ich nicht wirklich zum Angreifen. Hätte ich gewusst, dass der mich vorher angreift, wo ich hätte damit rechnen können, dann hätte ich erst Scott beschworen, dass der den... Okay, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich auch mal angreifen. Moment, der folgt mir. Ah, die Frage ist, treffe ich Jiran jetzt mit dem Gift-Aoi? Okay, Kirai kriegt einigermaßen Schaden davon. Das sieht ganz gut aus. Ach, Jiran, ich mag dich. Finde ich gut, dass du mich heilst. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht aus Versehen treffe. Moment, was macht er hier? Ach, er wollte... Sekunde mal. Jetzt erkennt er mich aber... Moment, der hat mich nur als im Kampf erkannt, weil das Skelett dabei war. Oder? Ah ne, jetzt bin ich für ihn wieder im Kampf. Erheb dich, Diener der Finsternis. Cool. Schön. Moment. Ach nee, das ist Kirai, der mich angreift. Ich wollte gerade sagen, hat Jiran gerade auf mich geschossen? Okay, heil mich mal. Ach ja. Okay, wenn ich das Skelett töte, beschwört er es einfach neu. Ich warte mal, bis Jiran mich vollgeheilt hat. Dann drehe ich mich mal um und baller mal rein. Ich dachte, ich teste mal was anderes. Ich gebe ihm mal das Artefakt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich eh Ärger von ihm, weil ich ihm einfach das Artefakt gegeben habe. Okay, jetzt muss ich mich mal umdrehen, muss aber ein bisschen von Jiran weg, sonst treffe ich den noch. Das heißt, ich müsste mal warten, dass er seine Kampfanimation macht. So zum Beispiel, habe ich ein bisschen Zeit wegzukommen. Okay, er war jetzt ziemlich nah an Jiran dran, hat ihn aber nicht getroffen. Okay. Ja. Ich sehe schon, die Leute sagen, wie kannst du nur, so ist der Kampf nicht gedacht. So ist es mir egal, hallo. Ah, Moment, das macht die Sache ein bisschen leichter. Wir könnten so ein Fernkampfduell machen. Vor allem, wenn ich permanent geheilt werde. Ich könnte sein eigenes Skelett noch gegen ihn aufbringen. Weil wenn ich... Okay. Wenn er das Skelett zweimal mit seinem eigenen Feuerball getroffen hätte, hätte das Skelett vielleicht ihn angegriffen. Es tut mir leid, Kira. Ich fand, du hattest einen schönen Sprecher. Skelettkrieger erschaffen. Magisches Artefakt. Mal gucken, ob ich jetzt Ärger krieg. Er guckt mich schon an. Oh oh. Sicher, dass du tot bist?
Nichts zu holen. Also er ist jetzt entweder gerade wieder kurz aufgestanden, weil er an so einer Klippe gestorben ist, oder weil die alternative Unsterblichkeit versucht hat, Kirai wiederzubeleben. Sicher, dass du tot bist? Naja, wollen wir das mal glauben. Okay. Wer war denn das? Und wieso habt ihr gekämpft? Ich weiß es nicht. Aus unserem Lager scheint er jedenfalls nicht zu sein. Geschweige denn aus dem Dorf. Er hat gesagt, ich hätte etwas, das ihm gehört. Er hat mich angegriffen, nachdem ich dieses Teil hier gefunden habe. Das sieht in der Tat nach dem aus, was ich suche. Wo hast du das gefunden? Weiter den Weg runter ist ein Steinkreis. Dort bin ich auch diesem Mann begegnet. Meinst du, er hat dasselbe gesucht wie wir? Das ist möglich. Scheint so, als wären wir nicht die Einzigen mit einem Geheimnis. Wieso Geheimnis? Weiß Raiden nichts davon? Also ehrlich gesagt, hielt ich es für eine bessere Idee, ihm erst einmal nichts davon zu erzählen. Ja, ich auch. Wieso das denn? Hat er deine Forschungen nicht beauftragt? Doch, doch. Nur will ich mit dem Bericht warten, bis wir uns sicher sind, dass die Teleporter auch wirklich funktionieren. Ja, irgendwas stimmt mit Ray nicht. Ich werde im Dorf Bescheid geben, dass es hier einen Verletzten gibt. Sie sollen sich um diesen seltsamen Mann kümmern. Verletzt? Ich glaube zwar nicht, dass der wieder aufsteht, aber einen Versuch ist es wert. Vielleicht kann er uns eines Tages von Nutzen sein. Er könnte etwas über dieses Artefakt wissen. Und danach werde ich mich zum Sumpftempel aufmachen und ein paar Tests durchführen. Bitte komm doch in den nächsten Tagen mal vorbei. Natürlich. Was soll ich denn noch in diesem Dreckstempel? Looten! Das verrate ich dir dann schon früh genug. Ja. Sei gespannt. Bin ich auch. Beinahe hätte ich es vergessen. Hier hast du ein kleines Dankeschön dafür, dass du mir bei der Fokussuche geholfen hast. Mhm. Dieser Ring wird deine magische Kraft steigern. Ach was. Umso mehr Mana du hast, desto mehr wird er dir von Nutzen sein. Prozentual. Oh, okay. Damit hast du es nochmal gerettet. Okay, prozentuale Steigerung. Okay. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, nachdem Jiran gesagt hat, wer war das und warum habt ihr gekämpft, dass es schon gedacht ist, dass man vielleicht dass man vielleicht schon zu ihm hochläuft. Weil wenn ich da unten nur gegen den gekämpft hätte, dann hätte Jiran ja das ja gar nicht mitgekriegt. Vielleicht reagiert er darauf, dass er es wirklich gesehen hat und dass er am Kampf teilgenommen hat. Ich habe einen Nachtschatten gefunden. Wunderbar. Ich hoffe, das war kein großer Aufwand für dich. Puh, nicht, dass ich wüsste. Okay, so, jetzt. Klick, klick, klick. Folteraxt. Lebensenergie in Prozent. Ach ja, was habe ich denn hier alles für Ringe? Ring der Lebenskraft 2020. Ring des Lebens 10%. Schlangenhaut, Eisenhaut. Mana-Bonus in Prozent. Ach was. Jetzt habe ich Mana 248. Das kommt mir irgendwie mehr vor als vorher. Was bringt mir der Ring? Okay, er bringt mir 15. Das haut mich jetzt auch nicht um. Okay. So. Das wäre das. Vielleicht investiere ich doch nochmal einen 7er in Stärke oder so, weil mit dieser Spitzhacke rumzulaufen ist schon ein bisschen peinlich. Okay. Das war's für Kirai. Zumindest für den Moment. Jiran ist ein Artefakt. Jiran magischen Fokus. Paar Tagen in der alten Tempelruine. In welcher alten Tempelruine? In der wir uns getroffen haben. Jiran Informationen vielleicht. Erdbeben, was zu tun, schön im Hinterkopf behalten. Alles Falle Quentin geschnurren, nicht weiter zu... Ja, mal gucken, was ich mit dem zweiten Dieb mache. Ich teleportiere mich erstmal hier runter, sonst sehe ich mich schon auf dem Runterweg sterben. Da spawnt er mir eiskalt Goblins rein. Okay. Wobei, das ist gar nicht schlecht. Da kann ich noch mal ein bisschen... Ah, Moment mal, was ist denn mit diesen Steinsäulen? Ich wollte ja noch mal nachgucken, ob diese Steinsäulen dieses Fallgatter da auf... Das machen wir jetzt mal. Ich will mal wissen, ob der das aufgemacht hat. Irgendwas müssen die bewirkt haben. Schade, ich dachte, ihr sterbt mehr an dem Gift. Da ist ja gerade mal einer gestorben oder so. Und dann gucken wir mal... Mal gucken wir mal, ob das Ding da hinten jetzt offen ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, den Rest mache ich mit der Nahkampfwaffe, aber pff. Loot, 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 loot. Rein vom Sound her klang das nach mehr. Lass mich!
Lass mich! So, schlafen wir mal schnell und dann gehen wir mal zu diesem Fallgatter da hinten raus. Ich will jetzt wissen, ob der da oben liegt übrigens noch was drauf. Da wollte ich seit Anfang an hingehen, aber ich war irgendwie immer... Ich habe immer gesagt, ja, irgendwann. Geh da hoch! Los, spring da hoch! Los! Los! Okay, das ist wahrscheinlich... Dann muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite aus ran. Jetzt schlafe ich aber erstmal. Einfach, um die Nacht wieder ein bisschen rauszudrücken. Ich muss auch eventuell bei den Händlern nochmal vorbeischauen. Neuer Tag. Oh, neuer Tag. Neues Glück. Neues Glück. Zum Beispiel bei... bei Miguess eventuell. Oder bei dem Händler in dem eingeborenen Lager. Wegen Grundstöckel und sowas. Nein, so nicht. Also die andere Seite hat mir eigentlich schon... Moment mal, da lebt ja noch was. Die andere Seite hat mir eigentlich schon gefallen. Moment, die lebt ja noch. Die andere Seite hat mir eigentlich schon gefallen. Verflucht! Eventuell brauche ich da Akrobatik, um von der anderen Seite aus rüber zu springen? Theoretisch fällt mir noch was anderes ein. Theoretisch könnte ich zum Beispiel probieren, also ganz theoretisch, nicht, dass ich es machen würde, aber ganz theoretisch könnte ich probieren, muss mal kurz gucken, in welche Richtung mich Steuerung Alt F8 drückt. Okay, Steuerung Alt F8 drückt mich in die Richtung. Aber seht ihr, was man machen kann? Natürlich würde ich das niemals machen. Aber seht ihr, was man machen kann? Mit Steuerung Alt F8, was ich nach wie vor immer noch nicht als Cheat betrachte, das ist dieser Befreiungssprung. Wenn der Held irgendwie zwischen zwei Kanten so rutscht, dann kann man mit Steuerung Alt F8, kann man sich so befreien. Und wenn man das ganz häufig hintereinander spammt, dann passiert das. Dann versucht er immer während dem Sprung... Seht ihr, dann springt er immer wieder so einen Ticken nach oben. Also so könnte man mit Steuerung Alt F8 wahrscheinlich hoch, aber vielleicht brauche ich Akrobatik. Und egal, was da oben ist, das wird schon nicht so wichtig sein. Wir kümmern uns jetzt erstmal um dieses Gitter. Weil ich will jetzt mal, weil wenn ich raten müsste, dann ist es das Gitter. Und genau das gucke ich mir an. Und... Bleib stehen! Okay, dann halt nicht. Jetzt habe ich nicht mehr genug Mana, um dich zu killen. Dann gucke ich mal, ob es das ist. Ansonsten werde ich schon irgendwann drüber stolpern. Was auch immer das... was auch immer diese Schalter da geändert haben. Na, ganz schön viel respawned. Hier ist ja alles respawned. Da kommen ja mehr. Moment mal. Wie nicht mal die Gegner selber mich noch angreifen können. Ist genau wie bei den Harpien. Dann fliegen sie über deinem Kopf rum oder so. Also hier könnte das freie Zielen eventuell wieder helfen, weil so normal auf normalem Wege treffe ich die wahrscheinlich nicht. Freies Zielen. Ja. Also ich meine, jetzt habe ich sie wahrscheinlich nicht getroffen, weil er zu nah an mir dran steht. Komm, Mana-Regeneration, ich will kein Mana ausgeben. Okay, dann tue ich es halt. Feuerkraut? Ja, von mir aus. Ich meine, ich könnte mal ein paar Mana-Tränke machen, eventuell.
Boah. Diese Blutfliegen machen mich fertig. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Ich schaue... Ich überlege gerade, ob ich versuchen soll, jetzt mal die Quests und die Kapitel weiterzutreiben. Weil wenn ich meine Zauberkraft nicht steigern kann, vielleicht noch eine Quest oder so und dann macht Jiran das vielleicht. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, ich kümmere mich lieber erstmal um die... Ne? Zauberkraft. Und das ist hier... Und das ist hier mit den Lehrerlimits weitergeht. Weil sonst bringen mir jetzt zusätzliche Erfahrung und zusätzliches Level nichts, weil ich die Lernpunkte eh nicht ausgeben würde. Ich schlafe mal vorsichtshalber noch ein paar Mal. Pünktlich auf die Minute, meine Superkraft. Ich schlafe immer noch ein paar Mal, weil er hat gesagt, komm in ein paar Tagen im Sumpftempel vorbei. Auf meine innere Uhr ist Verlass. Und dann kann ich dann den ganzen Respawn... Ich könnte auch Scott oder so holen. Der könnte das auch machen. Nein, der macht schon Schaden. Gefällt mir. Gehen wir jetzt aber trotzdem erstmal zu Jiran. Ich check nochmal schnell den Alchemisten-Typen da. War der nur Lehrer oder hat der auch was verkauft? Ich glaube, der war nur Lehrer. Du hast diesen Kira hier angeschleppt, oder? Kann man so sagen. Was ist mit ihm? Das ist der Glatzkopf, von dem ich dir neulich erzählt habe. Ich wette, dass er die Skelette beschworen hat. Während unseres Kampfes musste ich auch einige Knochen brechen, wenn du verstehst. Mit denen hast du dich wirklich angelegt? Du bist ja ganz schön tough. Ich hoffe nur, dass er uns keinen Ärger macht. Naja, gucken wir mal. Der wird hier irgendwo rumliegen. Wahrscheinlich könnte ich auch schon mal mit ihm reden. Schauen wir mal schnell, verkaufst du was? Sei gegrüßt, Kollege. Nee, das ist ja nur welche Rezepturen. Hi Kira, na, wie geht's? Dass du dich noch hier hereintraust. Ich habe dich geschlagen. Schon vergessen. Warte nur. Ich werde meine Rache bekommen. Verschwinde, bevor ich dir noch etwas antue. Wie du willst. Hallo, ich hab dir das Artefakt gegeben. Jetzt hab dich mal nicht so. Ich war voll auf deiner Seite. Einen schönen Gefangenen hast du mir da beschert. Der sieht mir nach Ärger aus. Tja, ansonsten hätte es auch keinen Sinn, ihn gefangen zu halten, oder? Auch wieder richtig. Fluch der Eingeborene. Ja. Dass der überlebt hat. Seht ihr, das war das letzte Zucken. Der ist einmal wieder kurz aufgestanden und wieder umgefallen. Das war das letzte Zucken. Dann hat er sich schnell totgestellt, aber... Schauen wir mal, ob Jiran da oben ist. Weil er hat nur was vom Sumpftempel gesagt, aber... Habe ich überhaupt Zugriff auf einen anderen Tempel noch? Oder ist das momentan der einzige? Ich überlege gerade, weil ich habe noch Zugriff auf die Höhle, aber das ist der einzige Tempel, auf den ich momentan Zugriff habe. Also kann es ja nur der gewesen sein. Hast du alles im Lager erledigt? Ich denke schon. Wieso? Sehr gut. Ich habe das Teleportsystem inzwischen in Gang gebracht. Aha. Du hast es geschafft? Das hoffe ich doch. Also bist du dir doch nicht so sicher? Ziemlich sicher. Aber ich kann es nicht alleine testen. Und deshalb bist du hier. Wie wäre es mit einer kleinen Reise? Wie hast du dir das denn vorgestellt? Naja, wenn wir uns da wegteleportieren, dann können wir uns doch mit Sicherheit auch wieder zurückteleportieren. Habe ich eigentlich schon alles gelootet? Dann können wir doch mit Sicherheit uns auch wieder zurückteleportieren. Also, es klingt gerade so, hast du im Lager alles erledigt? Sind wir irgendwie länger weg? Lieber Jiran, wir werden die Reise antreten, aber erst beim nächsten Mal. Mein Lieber, ich werde hier mal schnell abspeichern. Klickidi-klack. Und dann werden wir mit Jiran in der nächsten Runde, würde ich sagen, dahin gehen. Mein Lieber. Das soll's erstmal, du weißt schon, gewesen sein. Und vielleicht gehe ich nochmal schnell zurück und check nochmal schnell ein, zwei Händler oder so. Weil ich kann bestimmt noch ein, zwei Tränke vielleicht brauen. Vielleicht wird noch ein Kronstöckel oder so verkauft. Wenn ich jetzt alle Drachenwurzeln essen würde, dann hätte ich plus 3 Stärke. Wenn ich dieses Schattenläuferhorn anziehen würde, hätte ich insgesamt 6 Stärke. Dafür bin ich nicht stark genug. Und 7 brauche ich, um dieses Schwert zu tragen. Aber wobei, ich kann das Rostige tragen. Ja, perfekt. Okay, wunderbar.
das speichere ich lieber ab, sonst vergesse ich das. Okay, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, teleportieren uns mit Jiran mal irgendwo hin und dann wird es wahrscheinlich in den Rest von Jakinda gehen, würde ich sagen. Und bis dahin, meine Lieben, bis zum nächsten Mal.